Auf Streife. Arne Schneider und Marc Westerhofen fahren zu einem stillgelegten Fabrikgebäude in Köln-Deutz. Der Objektschützer meldet unerlaubten Zutritt. Okay. Warst du schon drin? Nee, noch nicht. Noch gar nichts. Ich habe gar nichts gemacht. Ich bin hier draußen stehen geblieben, hab bewaffnet. Ja. Und dann nehmen wir jetzt mal Ihre Dienste mal gerade in Anspruch. Wir gehen da mal rein gucken. Und, Sie ich bleib dann hier draußen. Und gut. Wo Sie es festgestellt haben, haben Sie direkt angerufen. Ich habe direkt angerufen. Also, ja, das ist so okay. Die Vorgabe. Ja, ich muss okay. Sofort anrufen, wenn ja, ich irgendwas feststelle. Okay. Wir gut. Gehen mal rein, ne? Alles gut klar, ich bleib hier draußen an der Tür. Sehen wir's. Nix. Okay, da steht einer. Hallo? Stehen bleiben! Ich suche meine Schwester. Ach so. Wie Sie suchen Ihre Schwester? Wir waren hier, wir sind Urban Explorers. Was sind Sie? Urban Explorers, wir entdecken verlassene Gebäude und sie ist auf einmal verschwunden. Sie dürfen nicht einfach in irgendwelche Gebäude reingehen, das wissen Sie schon, oder? Gerade nicht, wenn eine Kette draußen angebracht ist. Damit haben wir nichts zu tun, das war offen. Wir haben nichts aufgemacht. Sie wollen uns mit jetzt der Kette erzählen, haben wir nichts zu tun. Sie wollen uns erzählen, dass die Kette nicht durch Sie aufgemacht wurde, oder? Nein, das waren wir nicht. Okay. Die erste männliche Person, die wir angetroffen haben, ja, wir haben den erstmal festgesetzt und dann musste er erstmal erklären, was er überhaupt zu suchen hat. Und er war ein sogenannter Urban Explorer. Das heißt also, die suchen sich irgendwelche Fabrikgelände aus, tingeln hier irgendwie blöd in der Gegend rum, erkundschaften alles, fotografieren alles und haben da tierischen Spaß dran. Aber man muss bedenken, das ist nicht ihr Eigentum und wir haben hier Straftaten vorliegen. Die Schwester. Ja. Sie suchen Ihre Schwester. Sind mit der hier hingekommen? Wir sind zusammen hier gewesen. Wir wollten das Gebäude fotografieren. Wir gucken uns alte, verlassene Gebäude an. Und weiter? Wo ist die Schwester jetzt? Ich weiß nicht. Sie war auf einmal verschwunden. Kein Rufen? Haben Sie mal versucht anzurufen? Ja, habe ich probiert öfters. Sie nimmt nicht ab. Hab probiert. Und dann habe ich den Schal gefunden, voll mit Blut. Ihr muss was passiert sein. Ja, gut, ich werde jetzt erstmal überprüfen, ob die Geschichte hier stimmt oder ob sie schon bekannt sind, ja? Arnold für den 1532. Ist aus Spaß plötzlich ernst geworden? Seit 20 Minuten hat der junge Mann seine Schwester nicht mehr gesehen. Arne Schneider erhält die Ergebnisse seiner Abfrage. Okay, gut. Zumindest sind sie schon mal negativ. Das ist schon mal gut. Wie sieht Ihre Schwester denn aus? Sie hat kurzes Haar. Ja. Und sie hatte so eine gelbe Jacke an. Okay, so groß wie Sie ungefähr, oder was? Ja, ein bisschen größer als sie, das ist meine große Schwester. Ja, und von der Statur her? Schlank gebaut. Okay, wie heißt sie? Nadine. Okay, den Ausweis behalte ich mal, bis wir hier durch sind, ja? Wir waren ja quasi mit unserem ersten Probanden hier noch gar nicht fertig. Ja, dann haben wir uns überlegt, wir müssen hier das Fabrikgelände natürlich weiter erstmal durchforsten, durchsuchen, nach weiteren Hinweisen oder Indizien. Ach, das ist schon so, das, oder? Hier los. Guck mal hier. Hier kommt das raus. Wollen die uns verarschen oder was? Was ist das für ein Quatsch? Ernsthaft jetzt? Ich hab mich total vergessen. Ich wollte ihren Schrecken einjagen. Sie so oder was? Ja, das war der perfekte Platz dafür, weil sie mich immer ärgert. Soll ich mal was von dem perfekten Platz gleich mal sagen? Ich glaube, sie spinnen wohl ein bisschen was. Ich hab die total vergessen, scheiße. Was wollen Sie mit dem Schal machen? Wollen Sie ihn auch irgendwo platzieren? Oder ist nein, auch? Damit habe ich nichts zu tun. Ja, was soll? Ich verstehe es nicht ganz, was der ganze Quatsch jetzt soll. Ich wollte ihr halt ein bisschen Angst machen hier drinnen. Ja, und dann vermissen Sie sie oder was? Also einerseits ja, sagen einmal Sie, war sie verschwunden. Ja, aber Sie kommen hier zusammen rein. Haben gerade eben gesagt, halt, Sie wollten hier alte Gebäude angucken, fotografieren und machen Sie jetzt hier ein Versteckspiel mit, ich erschreck dich mal eben oder wie jetzt? Ja, weil sie mich immer ärgert, wollte ich sie mal halt zu, prägen. Wir sind Polizisten, wir sind bewaffnet, ja? Und Sie hätten mal gerade eben halt ganz schön in große Schwierigkeiten kommen können. Darüber soll schon klar darüber sein. Und Sie halten sich hier widerrechtlich auf, das kommt noch dazu. Haben Sie noch irgendwelche Informationen vergessen? Nein, ich will sie jetzt einfach nur finden. Okay. Auch für die Beamten zählt erst einmal nur, die womöglich verletzte 22-Jährige zu finden. Denn die Ordnungshüter halten es für denkbar, dass sich ein Gewalttäter im Fabrikgebäude befindet. Da steht noch einer. Schön stehen bleiben, ganz ruhig, die Polizei die hier. Die Hände hochnehmen. Was haben Sie? Lassen Sie das fallen, was Sie in der Hand haben. Und an die Wand stellen. An die Wand. An die Wand. Ich gehe. Komm. Okay, lauf wohl.
Ja, das habe ich heute schon mal gehört. Was machen Sie hier? Ich bin auf den Wunsch von einer Freundin hier. Warte, Rucksack ausziehen. Weißt du, zufällig Nadine oder was? Ja. Das hat uns doch schon mal irgendeiner erzählt. Für die Polizeioberkommissare ist der angebliche Freund der vermissten Schwester zunächst verdächtig, der 22-Jährigen etwas angetan zu haben. Was er im Rucksack mit sich führt, ist eigenartig. Ich habe nichts gemacht. Was machen Sie überhaupt hier? Nadine hat mich angerufen gestern, dass die heute hier hinwollen und ob ich ihr helfe, ihren Bruder zu pranken. Und das lasse ich mir natürlich nicht entgehen. Dann haben sie unten die Kette aufgebrochen, ja, die Kette durchgeschnitten. Voll an der Tür, das war schon offen, als wir... Das war auch schon offen, ich ist auch schon zum zweiten Mal. Sie hat mir gesagt, ich soll vorgehen. Ich habe im Rucksack Kunstblut und einen weißen Pullover von ihr. Ich sollte ihn irgendwo verstecken und dann wollten wir ihn verarschen. Deswegen das Klebeband um... Haben Sie die junge Dame schon gesehen? Oder? Nein, noch nicht. Deswegen, ich habe hier oben auf Ihre Nachricht gewartet, damit wir uns absprechen, wo ich den Pullover hin tue. Und das Kunstblut ist auch da drin. Aber hier ist jetzt nichts dran. Ja, ich hätte den dann frisch eingesaut. Gut, ich überprüfe Ich habe wirklich nichts gemacht. Irgendjemand von den Herrschaften hier muss sich ja Zutritt zu dem Gelände verschafft haben, also zur der Fabrikhalle selber. Als wir den Herrn Köhler dann noch antrafen, hat er uns auch, genau wie der Erste, dann auch ausgesagt, er hätte auch diese Kette, weil das ja verschlossen war, ja nicht durchschnitten mit einem Bolzenschneider oder Ähnlichem halt. Da hat damit überhaupt nichts zu tun. Also für uns war klar, hier müssen weitere Personen noch im Gelände sein. Stopp. Was machst du hier? Stopp. Ganz ruhig. Wo ist Nadine? Was hast du damit zu tun? Jetzt, Moment, ich stelle jetzt erstmal hier die Fragen. Hier, der Spaß ist mal auf. Wer ist denn das überhaupt? Sie kennen sich. Ja, das... In unserer Gruppe, in unserer Entdeckergruppe, Urban-Gruppe. Leute. Er hat gesagt, er ist krank. Was machst du jetzt hier? Nadine hat mir gestern gesagt, ich soll absagen und heute dann doch etwas früher kommen, um dich zu pranken. Aber keine Ahnung, ich habe von ihr nichts mehr gehört. Ja, ihr habt mich auch echt erschrocken mit dem Schal. Ich habe keine Ahnung, die Polizisten haben mir das auch schon gesagt. Was für ein Schal? Ich habe einen weißen Pullover von ihr, den ich in Kunstblut tränken sollte. Ein blutverschmierter Schal. Wir haben einen Schal unten gefunden, der anscheinend der jungen Dame gehört. Kennen Sie den Schal? Der ist blutverschmiert. Ja, und unserer Meinung nach ist das auch kein Kunstblut. Die Ermittler vermuten, dass sich die Schwester in der Gewalt einer weiteren Person befindet. Sie entdecken das Handy der Vermissten und lassen es durch ihren Bruder entsperren. Haben Sie das Geräusch gemacht? Nein. Ich habe das auch nicht gehört. Und der andere auch nicht. Nein. Also, mir geht hier die Treppen runter. Es war für meine Begriffe ein sehr, sehr schreckliches Video dort drauf zu erkennen. Und da hört es mit dem Prank dann auch auf. Oh, da schreit jemand. Weg von der Frau! Weg von der Frau, du Waffen weg! Vorsicht, Messer! Messer fallen lassen! Das Messer fallen lassen! Weg von der Frau! Nein! Weg von der Frau! Lass das Messer fallen! Geh zur Seite! Auf zur Seite! Messer auf den Boden! Schön das Messer weg! Messer auf den Boden! Runter auf den Boden! Die Hände auf den Rücken! Okay, was ist das denn für ein Psycho hier? Ist das auch so ein Prank-Scheiß oder was? Ja. Geil. Alles okay bei Ihnen? Oder was? Ja, natürlich. Wir sind dann in den untersten Kellerbereich gekommen. Da war eine Person, die einer weiblichen Person, die gefesselt war an einer Säule, ein Messer an den Hals gehalten hatte. Im ersten Moment überlegt man natürlich, gehört das zu dem Pranken hier dazu oder nicht. Da das Messer aber sehr echt gewirkt hat, haben wir hier gedacht, okay, das gehört vielleicht nicht dazu. Hey, ist das nicht der Wolf? Ja, der böse Der Psycho, Mann. Der da ausgebrochen ist. Ja, der war im Internat jetzt, ne? Genau. Das stimmt, Sie sind aufgebrochen aus der Psychiatrie. Ja, ich werde auch noch mal ausbrechen. Ja, das wage ich zu bezweifeln. Nein. Dafür werden wir sorgen, dass Sie das nicht mehr machen. Das mache ich aber. Und sind zum Glück dann der Person auch habhaft geworden, haben dann mit erschrocken festgestellt, wen wir da überhaupt angetroffen haben. Weiß nicht, was er von mir wollte. Er hat mich gefesselt. Ja, Sie sind auch verletzt hier. Ist das von dem Messer gewesen? Ja. Okay. Warum? Was wollte er von Ihnen? Warum hat er Sie hier angefesselt? Gehört das zu Ihrem Spielchen hier? Ich weiß nicht, was das von wollte. Ich wollte eigentlich nur meinen Bruder pranken mit meinem Freund. Aber dann kam er und hat... Das hat jetzt nicht dazugehört? Nein. Hat er irgendwas gesagt zu Ihnen? Ja, keine Ahnung. Habe ich nicht zugehört. Ich war schockiert. Ja, okay. Gut. Ich rufe mal einen Rettungswagen für Sie. Sie stehen so ein bisschen unter Schock, habe ich das Gefühl. Arnold für den 1532. Alles
Ja, wir bräuchten einmal einen Rettungswagen. Wir haben hier jemanden, der an eine Säule gefesselt war und ja, mit einem Messer bedroht wurde. Und wir haben den ausgebrochenen Sexualstraftäter Wolf hier unten festnehmen können. Ja, das habe ich so mitkommt. Okay. Kümmern Sie sich um Ihre Schwester kurz, ja? Ich gehe noch mal zu den jungen Männern, ja? Okay. Pass auf, also, der hat ja alles voll genässt. Okay, oh gut. Tritt da nicht rein, ich habe da schon reingekniet. Moment mal, wollen wir mal aufheben, weil ja. So richtig kommt nicht raus, was er wollte von ihm, von ihr. So, erstmal gucken. So, Herr Wolf. Ist das auch der Wolf? Ja, ist ja. Der Wolf. Brauchen wir keinen Ausweis. Der Böse. Stellen Sie sich mal hin. Gleich ist die Show vorbei. Ja, die Show ist gleich auch vorbei. Was wollten Sie hier machen? Ich wollte Sie vernaschen. So richtig Geld durchnehmen. Ich komme eh wieder. Oh, das glaube ich nicht. Ja, okay. Lass mal auf jetzt. Geh mal ein bisschen weiter darüber her. Lass mich. Hör auf zu sabbern, komm. Hast du ihn? Ich habe ihn safe. Alles gut. Ja, hör auf zu sabbern. Gut. Seit 2 Tagen hielt sich der Sexualstraftäter in dem Fabrikgebäude versteckt. Die junge Frau erholte sich schnell von dem Schrecken. Doch von Entdeckungstrips haben die Geschwister genug.